guten Morgen, das ist der BOWA, Folge 33. Wir haben Donnerstag. Wir, Moritz und ich, sind zurück in unseren Podcast-Stüberl nach einem Ausflug auf die Republika, den wichtigsten oder die wichtigste, ich sag mal, Internetmesse Deutschlands, Europas. I don't know. Da reden wir gleich ein bisschen drüber und dann haben wir noch ganz, ganz tolle Urlaubstipps dabei für euch aus der Community und heute wirklich fantastische Lokalmeldungen. Also da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Aber bevor wir reingehen, erstmal guten Morgen an dich, mein lieber Moritz. Wie geht's dir? Hi Dax. Hey. Oh, mir geht's gut. Ich bin wirklich noch beseelt von unserem Ausflug nach Berlin. Das ist jetzt in kurzer Zeit schon das zweite Mal, dass wir uns treffen. Beide Male in Berlin. Das ist so, also Berlin liegt quasi genau zwischen NRW und München. Geografisch nicht, aber emotional. Genau, vom Herzen her. Ja. Und es war echt, es war schön, aber auch ein bisschen, also für mich war die Republika auch ein bisschen overwhelming. Ich sag dir mal, wie ich es mir vorgestellt habe, ja? Ja. Ich habe mir vorgestellt, das ist schon eine Halle, ne? So, wo man so hinkommt. Mhm. Und ich habe mir auch vorgestellt, dass da so Leute mit Computern und Smartphones rumlaufen. Ja. Aber ich habe halt eher gedacht, das sind alles so Tapeziertische, Europaletten und so. So gestern Abend zusammengeräumt. Ja, so. Richtig, genau. Und so 300-400 Leute. Ne? Und dann so Bühnen, wo so kleine PA-Anlagen stehen und irgendwie und klappt die ganze Zeit irgendwas nicht. Und in der Ecke sitzt so Christopher Lauer und zwitschert die ganze Zeit oder so auf genau. Twitter. Ein paar Leute tragen so ihre Rechner rein und versuchen die mit LAN-Kabeln zusammenzuschließen, um irgendwie Quake zu spielen oder sowas. Aber es war ja ganz anders. Ja, das wir haben ja auch 2024. Ja, also die ganze Republika, dieses ganze Gelände, das war wie so ein Airport-Terminal, muss ich sagen. Es war richtig krass und so ging es da auch zu. Also es ja, war echt, voll. Alle waren irgendwie ready to take off oder wie war so dein Gefühl? Ja, das war definitiv die Grundstimmung. Es war ja mein erstes Mal so wirklich Republika. Meins auch. Ich habe vor 2 oder 3 Jahren mal für die TinCon, also für die kleinere Veranstaltung, die sich eher an Jugendliche richtet, da habe ich mal irgendwie so einen Workshop gegeben. Ich glaube so zu Memes, aber ich kann mich da auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Und letztes Jahr habe ich auf der TinCon so ein ganz kleines Akustikset im Garten gespielt. Das war aber auch so dann so ein bisschen am Rande der Republika. Und jetzt war so das erste Mal, auch mit unserer Session, dass ich mich so wirklich als echter Republika-Besucher gefühlt habe. Und es war, ich habe mich da schon echt drauf gefreut. So. Und ich wurde jetzt auch nicht enttäuscht, aber so ein bisschen das, was du beschreibst, so diese Vorstellung und Wirklichkeit, die klafften dann in dem Sinne wirklich auseinander, dass ich mir diese Dimensionen auch nicht vorstellen konnte. Ja, 7, das so nee, Quatsch. Ist. Wir waren auf der 7. Bühne, es waren, glaube ich, 10 Bühnen, gibt es, glaube ja, ich. Ja, ja. Und unsere war schon irgendwie riesengroß. Also unsere hatte ja wirklich, wir waren ja mit dem Bohnigen Wachmacher, Montag 18.45 Uhr ging unsere Show los. Wie du auch schon gepostet hast, haben wir um 18.42 Uhr begonnen, unsere Inhalte vorzubereiten. Da haben wir mal Ideen gesammelt, was wir so machen können, genau. Genau, das Catering interessiert die Leute vielleicht, war ein veganes Chili. Und ja. Ich hatte, wir haben 10 Minuten vor Auftritt haben wir noch gegessen. Und ich habe auch so ein Stück Chili gebissen, hatte dann Schluck auf und hatte erstmal panische Angst, dass ich dieses Schluck auf mit auf die Bühne nehme. Ja, ja. Und unsere Bühne war dann, oder diese ganze Halle, das war eine gigantisch lange Halle, die wirklich den Charakter, finde ich, so Abflughalle hatte, ne? Mit so großen Fenstern nach draußen. Ja. Da hätte draußen das Rollfeld sein können. Und ganz am Ende war dann ein riesiger Bereich nochmal, in dem ungefähr 300-400 Sitzplätze hingestellt wurden und dahinter war dann so eine Bühne mit einem riesigen Bildschirm und da waren wir dann. Genau, und das seht ihr auch, das können wir jetzt schon mal teasern. Ja. Wir haben den Link zu der YouTube-Aufzeichnung unserer Session in unsere Shownotes gepackt. Das heißt, ihr könnt wirklich den gesamten Republika-Auftritt vom Bohnigen da nochmal nacherleben. Wirklich euch eine Tüte Chips aufmachen, nochmal irgendwie ein BOWA brauen und dann wirklich nochmal 40 Minuten eintauchen in die Session, wenn ihr wollt. Wir haben ganz tolle, also es war sehr schön. Wir hatten ein sehr wohlwollendes, liebes Publikum. Es waren ja, nette Leute da. Ja. Es waren prominente Leute im Publikum.
oder zumindest internetprominente Leute, ja, vielleicht dazu später noch mehr. Was haben wir gemacht? Wir haben natürlich so ein bisschen gezeigt, was der BOVA überhaupt ist. Um unser Prinzip, was ihr als HörerInnen schon kennt, zu erläutern, haben wir nochmal den Günter Klum ausgegraben und uns seinen Aktivitäten gewidmet. Wir haben gerappt, wir haben uns nochmals auf der großen Bühne um eine Wildcard bei der Fanta 4 Mehrbeats Kreuzfahrt beworben. Also ihr könnt uns da auch im Bild dann rappen sehen. Und ich fand, weißt du, was ich ziemlich cool fand eigentlich? Was denn? Dass wir beide unsere Rap-Parts ohne Haspelei hingekriegt haben. Ja, doch, also ich hatte so ein bisschen Hemmungen, mir das nochmal anzusehen, auch nach einem Kommentar von einem Bekannten, der im Publikum saß, ja, der sagte, der hätte in den Sekunden, bevor ich das vorgetragen hätte, und ich bin ja auch zur, da war so ein Stehtisch, so weißt du, so ein Keynote-Stehtisch, stand der auch auf der Bühne, den haben wir ja gar nicht bespielt, wir saßen ja. Und ich habe dann für meinen Freestyle, habe ich mich an diese Kanzel dann gestellt und er war so ein bisschen ungläubig und war hatte Angst davor, was nun passiert. Aber jetzt so im Real Life, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich es jetzt gar nicht so schlimm. Das war dann schon in Ordnung. Ich hatte mit einer anderen Stelle Probleme in meiner Performance. Da können wir vielleicht mal ganz kurz close rein, weil mich auch nochmal interessieren würde, wie du das empfunden hast. Mhm. Ich habe nämlich ab dem Moment, wo klar war, und das ist ja jetzt schon ein paar Monate her, dass wir auf der Republika einen Live-Podcast machen würden, mit der Sekunde hatte ich eine erste, in Anführungsstrichen, Gag-Idee für das Intro, wo ich irgendwie ein sehr, sehr kompliziertes Bild aufgemacht habe, dass Sascha Lobo, der ja bis vor ein paar Jahren irgendwie jedes Jahr eine Keynote gemacht hat und die, das muss ich auch zugeben, die habe ich mir auch ohne die Republika zu besuchen in den letzten Jahren immer angeschaut. Also ich habe mir das immer reingezogen, was er da erzählt hat. Und ich fand es wirklich ein bisschen schade, dass ich jetzt mit dir auf der Republika bin, eine Session habe und die Lobo-Ära ist aber vorbei. Und dann habe ich so einen sehr komplizierten Vergleich mit Messi, Barcelona, Miami aufgebaut. Und es war für den Anfang ein bisschen zu viel. Und du hast es auch auf der Bühne gemerkt, sagtest du mir später. Ja, ich habe kurz gedacht, scheiße, Dax ist losing it. Und das müssen wir noch eine Stunde machen. Nee, ich fand das eigentlich ganz schön, weil das für mich auch einfach so 100%ig authentischer Dax-Werner-Content war. Und ich freue mich ja über alles, was mich überrascht, was du so machst. Und ja, ich fand das auch einen guten Auftakt. Ich glaube, die Leute im Publikum haben auch erstmal so eine kleine Herausforderung gebraucht, ja, um zu merken, hier wird es interessant. Hier können wir nicht einfach abschalten und durchlaufen lassen. Ab dem Zeitpunkt habe ich auch ein paar Leute im Publikum gesehen, die das MacBook doch nochmal aufgeklappt haben und ein bisschen mitgeschrieben haben. Ich wollte gerade sagen, das Brutale an dieser Aufzeichnung ist, dass sie sehr oft so eine Totale zeigt mit, ich würde sagen, 60% des Publikums. Ja. Das heißt, du siehst auf der Aufzeichnung auch genau die Stellen, wo Leute aufstehen und gehen. Das ist nicht oft passiert, ja, aber das so zu sehen, wie jemand so an einer bestimmten Stelle plötzlich aufsteht und geht. Das ist ein bisschen irritierend, aber ja, ich glaube, das ist bei solchen Messen echt der Standard, ja, nicht? Voll, es sind immer 8 Veranstaltungen parallel, die Leute gehen halt einfach, wenn es sie nicht komplett überzeugt. Im Theater wäre da schon noch eine höhere Hemmschwelle, weil es ja keine Alternativbühne gibt. Voll, absolut das klar. Und wir hatten ja Annalena Baerbock parallel das stimmt. Mit Johnny. Und dass dann überhaupt Leute bei uns saßen, das ist ja schon ein Erfolg für sich. Genau, und es kamen ja auch zwischendrin immer noch ein paar Leute dazu, die eben bei Baerbock nicht mehr ganz mitgegangen sind. Ja, stimmt. Also ich glaube, man kann ja offenlegen, wir sind ja der transparente Podcast. Ich glaube, es war ungefähr Platz für 300-400 Leute vor unserer Bühne, also viel zu groß. Ja, und ja, ich glaube, es waren so geschätzt 80 Leute da. Und zwar 80 der besten. Und das finde ich richtig super cool. Es hat echt Spaß gemacht. Wir haben auch danach, standen wir noch eine Weile zusammen mit einigen Leuten. Liebe Grüße mal an alle. Ja. Mich hat es auch gefreut, denn ein Kindergartenfreund von mir war da, der in Berlin lebt. Echt eine schöne Runde gewesen. Fand ich auch, das war schön. Ja, und wir haben ja noch eine Sache, die wir jetzt, also wie gesagt, geht auf dem YouTube-Kanal der Republika. Wir posten den Link aber auch in die Shownotes, dann könnt ihr euch das angucken. Aber eine Sache möchten wir doch hier auch nur als Audio mal rüberholen, Dax.
Genau, und zwar haben wir versucht, was Aktuelles einzubauen. Und ein klassisches BOVA-Thema ist eben diese ganze, wie soll ich das nennen, das Drama um die Verbrennerumfragen der CDU. Das habt ihr bestimmt mitbekommen. Wer es nicht mitbekommen hat, wir haben eine ganz kleine kurze Meldung geklippt vom Bayerischen Rundfunk aus den Nachrichten, um euch reinzuholen. Genau, bei mir läuft eh den ganzen Tag Bayern 3. Und deswegen habe ich das jetzt mal hier, warte mal. Standardmäßig mitgeklippt. Ja, genau, habe ich standardmäßig. Ich suche es mal ganz schnell raus. Die Internetkampagne der CDU gegen das von der EU geplante Verbot von Verbrennermotoren hat sich als Flop erwiesen. Die Partei hat die Online-Abstimmung abgebrochen, nachdem sich eine große Mehrheit für ein Verbrennerverbot ausgesprochen hatte. Nach Angaben aus der CDU-Zentrale wurde die Abstimmung manipuliert. Zehntausende Stimmen seien automatisiert abgegeben worden. Grüne und Umweltverbände reagierten mit Spott und Häme. Ich bin da auch immer noch nicht richtig informiert, was das jetzt mit diesen automatisierten Stimmabgaben auf sich hat. Ich weiß bis jetzt nicht, ob das stimmt oder ob das einfach, ob die CDU da vielleicht was missverstanden hat im Backend ihrer Homepage. I don't know. Ich kann das aber verstehen, weil man wollte halt bei der CDU einfach eine Umfrage, eine gute Umfrage bringen, wo auch mal das richtige Ergebnis hinten steht, auch als Service für die Leute, nicht wahr? Und dann wird da einfach was anderes gemacht. Das ist nicht okay. Und weil wir kein Podcast der Spaltung sind, sondern weil wir auch auf die CDU zugehen und sie da abholen, wo sie steht, haben wir uns nämlich live überlegt, wir machen jetzt mal, wir nutzen die Gunst der Stunde. Wir haben ganz, ganz viele kundige BesucherInnen der Republika im Publikum und haben dann eine Umfrage veranstaltet und haben da auch nochmal mit denen gemeinsam so ein bisschen diese Umfrage, wie soll ich das, Odyssee, aufgearbeitet. Können in der Kürze der Zeit jetzt nicht auf alle technischen Details eingehen, wie diese Verbrennerumfrage manipuliert worden ist. Wir können nur kurz zeigen, es sind in der Folge, ich glaube, wir sind inzwischen bei der 11. oder 12. Verbrennerumfrage, die derzeit läuft, also die FAZ macht mit, die BILD. Also bei BILD sah es dann so aus, die Antwortmöglichkeiten waren ja, Benzin und Öl stinken, oder nein, ich hab's weit und will mit meinem Auto auch ankommen. Also völlig objektive Fragestellung, auch bei der BILD. Hier sehen wir ein ausgeglicheneres Bild, was der Wahrheit schon näher kommen dürfte. Genau, und mach nochmal eine weiter. Wo sind wir hier? Ah, bei der FAZ. Das hat mich halt überrascht. Bei der FAZ, wie stehen Sie zum Verbrenner aus, dass da 66% sagen, nun ja, das ist der richtige Schritt. Hier tue ich mir irgendwie schon schwer, überhaupt zu verstehen, was zu sehen ist. Ja. Mit diesem Tacho und diesen Punkten, die da irgendwo arrangiert sind. Also niedrigschwellig geht anders. Das möchte ich mal sagen, liebe FAZ. Aber daran merkt man, dass die FAZ immer noch das intellektuelle Kampfblatt des Landes ist, dass die LeserInnen, ich glaube, bei der FAZ kann man sagen, dass die Leser in der Lage sind, sowas überhaupt zu verstehen. Mich haben sie verloren an dem Punkt. Aber warum wir das zeigen? Wir haben uns überlegt, es muss doch jetzt mal Schluss sein. Wir können doch jetzt nicht 30 Umfragen machen zum Thema Verbrennerverbot, ja oder nein oder vielleicht und Benzin stinkt. Wir nehmen die Gelegenheit wahr. Inzwischen sind alle Sätze hier besetzt, Sitze besetzt. Ja. Lasst uns doch hier heute Abend endgültig abstimmen, ob das Verbrennerverbot jetzt bleibt oder gekippt werden soll. Ja, das war unser Intro sozusagen. Das haben wir so dramaturgisch gebaut, um zu dieser Umfrage hinzukommen. Ja, man jetzt hat auch gemerkt, was das für ein Hexenkessel war, wie gut die Stimmung war. Die Stimmung hat gekocht. Man hört's doch, genau. Und ihr seid jetzt bestimmt auch gespannt, wie diese Umfrage ausgegangen ist. Ich würde sagen, wir halten uns gar nicht lang auf. Oder hast du noch irgendeine Beobachtung zum Clip gerade? Nee, wir müssen jetzt präsentieren. Das Republika-Publikum hat ja abgestimmt, was jetzt mit dem Verbrenner aus passiert. Wir bitten euch teilzunehmen. Das ist der Republika-ExpertInnen-Entscheid zum Verbrenner aus. Und ihr müsst jetzt rufen. Also wenn ihr für das Verbrenner aus seid, müsst ihr ja rufen. Und wenn ihr dagegen seid, buh. Macht man das eigentlich gleichzeitig? Nein, wir machen jetzt erstmal die Yeah-Fraktion. Die macht dann Yeah. Und die, die dagegen sind, die sind dann gegen das Verbrenner aus. Also das ist kompliziert, ne? Die sind jetzt dann auf CDU-Linie. Okay, pass auf. Ich bitte euch aber, stimmt jetzt nicht ab, das ist ein geschützter Raum. Stimmt nicht ab, was jetzt politisch oder moralisch opportun ist, sondern folgt eurem Herzen. Ihr dürft auch für Verbrenner sein, okay? So, jetzt erstmal alle Yeah rufen, die für einen Verbrenner aus sind. Jetzt. Yeah! Okay? Ja, ist schon mal gut, aber ich habe ein bisschen Angst vor dem Nächsten. Alle Buh, die gegen einen Verbrenner aus sind. Jetzt. Buh.
Ich fand das gut von dir wirklich dahingeleitet. Da merkt man auch, dass du einfach Bühnenerfahrung hast, den Leuten die Angst zu nehmen, dass sie jetzt was Falsches machen können. Ja, genau. Ja, das Ergebnis war natürlich dann aus CDU-Perspektive wieder das Falsche. Wieder das Falsche. Ich bin jetzt eigentlich, also die Republika, das haben wir ja dort auch gesagt, also diese Abstimmung, die hat nun wirklich bindenden Charakter. Denn nirgendwo ist mehr Intelligenz versammelt als auf der Republika. Nirgendwo wird die Zukunft so in die Mangel genommen wie dort und analysiert. Also das wir haben die Clips jetzt auch schon weitergeleitet an das Büro von Herrn Merz. Ja, aber ich hoffe, wir haben in der E-Mail nicht geschrieben, wie es ausgeht. Er muss sich die Clips anhören, um das rauszufinden. Fräulein, machen Sie mir mal dieses YouTube an. Ich krieg das nicht hin. Na, ich hoffe, wir kriegen jetzt nicht auch wieder irgendwie, dass die CDU uns jetzt unterstellt. Ich bin ein Freund der Partei, dass die uns jetzt auch unterstellen, dass wir irgendwie ihre Umfragen manipulieren. Das ist die eine juristische Sache, die so ein bisschen noch als Wolke über unserer Republika-Session schwebt. Die andere ist Günther Klum. Denn wir haben ja beide auf der Republika erfahren, dass er ganz früher, in früheren Zeiten, ich sag mal, mit Abmahnungen nicht lange gezögert hat, wenn es um ihn ging. Und wir hoffen mal, dass er auch da inzwischen, ja, vielleicht ein bisschen milder geworden ist. Ja, ja, Dax, aber ich glaube, wir hören alle rauf, dass du es hier gerade ein bisschen herbeireden willst. Also, wäre doch eine tolle Promo, oder? Ja, eine Promo wär's. Genau, über Vermarktung haben wir ja auch gesprochen. Und ich weiß aus meiner Satirezeit, dass verklagt werden natürlich ein hervorragendes Instrument ist. Naja, wir wollen es nicht drauf anlegen. Wir sehen mal, wir sind ja positiv. Von Klagen wollen wir nichts wissen. Jetzt wird Sommer und wir wollen alle rausgehen. Der erste Urlaub war jetzt für uns die Republika. Ich würde sagen, war schon erholend. Aber irgendwie hat mir so das, ich würde sagen, das kühle Nass, in das man hineinhüpfen kann, das hat mir gefehlt. Und jetzt haben wir ja beim letzten Mal unsere Community, euch, die BOVA-Community, aufgerufen, uns eure besten Urlaubstipps und am besten aus eurer Region zu schicken, die möglichst günstig, einfach und barrierefrei auch sind. Die sollen für alle möglich sein, unkompliziert und eben gerne aus eurer Region, wenn ihr da was habt, schickt es an gomo@bonigerwachmacher.de und wir haben schon was bekommen und das war wirklich schon eine vorbildliche Einsendung. Erzähl du uns doch mal mehr dazu, Dax. Ja, wir haben die erste Einsendung nach deinem Aufruf war schon eine, wo ich gesagt habe, wow, besser geht's nicht. Und dann habe ich mich gefragt mit dir gemeinsam, wie können wir diesen ja sehr ausführlichen Tipp über ein eigentlich dann doch schon, weil ich habe es auch schon mal gehört und es handelt sich jetzt, das kann ich schon mal spoilern, um ein Münchner Urlaubsziel. Davon habe ich schon mal gehört, aber nicht in einem Urlaubszusammenhang. Deswegen fand ich es so interessant. Und ja, unsere Hörerin Moni hat uns diesen Tipp geschrieben und wir haben gedacht, lasst uns doch diesen Tipp wirklich als neue Rubrik jetzt über den Sommer verarbeiten, dass wir sagen, BOVA Community Urlaubstipps, die von uns dann persönlich eingesprochen werden. Und einfach dann von uns in dieser Sendung zur Verfügung gestellt werden. Und vielleicht reist ja dann der ein oder andere aus der Community dann auch dorthin, weil das vielleicht dann als Urlaubstipp ganz, ganz spannend ist. Aber genug der Vorrede. Ich würde sagen, wir hören jetzt in den allerersten Urlaubstipp aus der BOVA-Community. BOVA-Urlaubstipps aus der Community. Heute von Moni. Ein ganz besonderes Highlight möchte ich als Geheimtipp hier mit euch teilen. Das Sendlinger Loch. Im Viertel ist es mittlerweile sehr berühmt. Ich weiß nicht genau, wie es über die Viertelgrenzen hinaus aussieht, geschweige denn über die Stadtgrenzen. Jedenfalls handelt es sich um einen künstlich angelegten See inmitten der Wohnhäuser. Einst selber als ein solches geplant, wurde der Baugrund von dem alten und traditionsreichen und verhängnisvollerweise einstöckigen Rewe befreit und ein tiefes Loch ausgehoben. Dann jedoch stockte das Vorhaben. Irgendwas mit dem Geld war passiert, nicht genügend Investoren oder so. Erfreulicherweise hat man das Abpumpen des Grundwassers nach einigen Jahren wohl aufgegeben und in dem Loch entstand ein See, der mittlerweile Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen ist. Gestern haben wir eine Gruppe Pelikane beobachtet, die sich in einer Ecke niedergelassen hat. Meine Tochter hat irgendwann bemerkt, dass es sich um aufblasbare Gummitierchen handelt, aber das war uns eigentlich egal.
Einer echten Ente war es allerdings scheinbar nicht egal, als sie sich neugierig und mit hoffnungsvollem Gesichtsausdruck einem Entenimitat aus Plastik näherte. Sie schwamm ein bisschen vor ihr her und um sie rum und zog dann in sehr gedrückter Stimmung von dannen. Da wurde auch uns schwer ums Herz. Naja, wir haben auch ganz schön gelacht. Das Highlight des Highlights ist ein Hai. Auch hier wieder Plastik. Sonst wäre ja das ja sicher über die Stadtgrenzen hinaus bekannt, oder? Aber verdammt lustig, dieses fletschig aufgerissene monströse Haimaul in dieser surrealen Kulisse. Die Ente war davon übrigens äußerst unbeeindruckt. Ach ja, und eine Elster habe ich gesehen. Eine ganz echte, lebendige. Das weiß ich genau, weil ich seit kurzem eine Vogelstimmen-Erkenn-App nutze. Auch so kann man die Ferien übrigens ganz gut verleben. Aber das führt jetzt zu weit. Dazu gerne ein andermal mehr. Herzliche Grüße, eure Hörerin Moni. Ja, Dankeschön, wie man hier, sagt man hier so in München, ich kann ja kein Bayerisch. Dankeschön, Moni. Vielen, vielen Dank. Danke, Moni, das ist echt toll. Und wirklich, also diese Mail ist natürlich, also da haben sich jetzt ja quasi zwei gefunden. Einmal Moni, die so toll über eine Reise schreiben kann, das Ganze nicht nur erklärt, warum ist dieses Reiseziel eigentlich einzigartig, sondern auch gleich noch, was kann man dort erleben, was geht da vor sich, auch ein bisschen Action. Und dann natürlich du, Dax, der sowas natürlich auch in eine akustische Präsentation gießen kann, die gleich, wo man eigentlich direkt buchen will. Also ich, Sendlinger Loch all inclusive. Ja, ich habe vom Sendlinger Loch natürlich schon gehört. Ich war aber noch nicht da, obwohl ich ab und zu in Sendling unterwegs bin. Ich werde da jetzt auf jeden Fall mal hinfahren und mir das angucken, auch mit Kind und Kegel werden wir dann Ausflug machen, gucken, ob wir auch diese Pelikane sehen und so weiter. Also wunderbar. Und jetzt einen Gedanken hatte ich noch, als ich das gehört habe, als ich hier quasi so Investitionsloch gehört habe, habe ich mich gefragt, haben wir auch das Rene Benko zu verdanken? Das habe ich mich gefragt, weil in Hamburg hat man ja jetzt bald dann auch so ein Turm, ne? Der irgendwie so wie so ein Ruinenturm, der nicht weitergebaut wird. Das wird vielleicht auch ein tolles Reiseziel eines Tages. Ja, das müssen wir auf jeden Fall nochmal recherchieren, wer dahinter steckt. Genau, also, wenn ihr auch wie die Moni einen tollen Tipp habt, dann schickt ihn uns an gumo@bonigerwachmacher.de. Wir wollen das jetzt hier so locker über den ganzen Sommer machen und gerne auch eben aus anderen Regionen. Nicht für alle ist München ein Katzensprung, wie für mich. Schickt uns, was ihr habt. Und hier an dieser Stelle noch mal ein ausdrückliches Lob und ein Dankeschön an unsere Community, denn wir kommen jetzt zu den Kurzmeldungen, die heute sehr lokal wieder sind, schönerweise. Und auch Darf ich eine kurze Sache noch, bevor wir die Kurzmeldungen machen? Na klar, Feel free. Feel free. Bova, der Free Floating Podcast. Der Feel Free Podcast. Der Feel Free Podcast. Mir ist eine Sache eingefallen, und zwar habe ich eine HörerInnen-Mail bekommen. Ah. Von der lieben Lenta, die mir auf Blue Sky geschrieben hat. Auf Blue Sky gibt es ja inzwischen eine DM-Funktion. Da hat sie mir geschrieben, und zwar, ich zitiere das jetzt nicht ganz, das war eine sehr, sehr nette Mail, vielen Dank dafür, Lenta. Und es ging aber um den Plural des Wortes Bus, das ich in der letzten Folge, also wirklich in der letzten Folge gebildet habe. Und offenbar habe ich da Büsse gesagt. Und du hast mir, als wir auf der Republika unterwegs waren, schon gesagt, ja, ich war mir da schon relativ sicher, dass das nicht richtig ist. Ich habe es aber auch einmal falsch nachgeplappert danach, habe ich nochmal nachgehört. Ja, genau. Die normative, normative Kraft des Falschen oder des Faktischen. Und ich habe jetzt nochmal gerade nachgeschaut und ich muss jetzt einmal wirklich feststellen, auch für Lenta, Büsse ist natürlich nicht der richtige Plural. Ich habe auf duden.de nachgeschaut. Der Plural lautet die Busse, ohne Umlaut. Das war mir ganz wichtig, nochmal festzustellen. Ich kann aber erklären, wieso das ist, weil du hältst dich einfach viel in Köln auf und deswegen hast du so dieses Bützchen. Et Bützchen, genau. Et Bützchen und die Bützchen. Ja. Genau. Die Büsschen, halt die Bützchen. So ist es halt. So kam es. Aber es gehört ja auch ein bisschen zu unserer Pflicht, auch wenn wir Sachen manchmal nicht aufklären, aber so hin und wieder mal vielleicht was korrigieren, steht uns gut zu Gesicht. Genau. Ja. Und es macht uns ja auch nahbar, greifbar. Wir können eigentlich überhaupt nichts richtig aussprechen. Aber unsere Community, die hat es faustig hinter den Ohren. Deswegen jetzt schnell zu den Kurzmeldungen. Heute zwei schöne Lokalnachrichten richten, die wir auch von unseren Hörern bekommen haben und Hörerinnen. Aber diesmal sind es zwei Hörer. Die erste ist vom
Gerrit. Und der surft auf diesem Blaulichtreport rum. Das ist eine tolle Seite, die ich früher öfter besucht habe. Da werden so Polizeimeldungen natürlich reingestellt. Und er hat jetzt was von der Polizeidirektion in Lübeck. Eine absolute Krachermeldung aus dem Norden. In der vergangenen Woche, ich zitiere jetzt, hatten Diebe es auf fruchtige Beute abgesehen und entwendeten hunderte Kilogramm Erdbeeren in Lübeck und Ostholstein. Dabei verursachten die Tatverdächtigen einen Schaden von insgesamt mehreren tausend Euro. Also Erdbeeren wurden geklaut. Und zwar einmal in Lübeck auf Supermarktparkplätzen aus diesen Erdbeerhäuschen, diesen hölzernen, die wurden offensichtlich aufgeknackt. Da wurden über 400 Schälchen und Erdbeermarmeladengläser geklaut. Ein Sachschaden von 3.000 Euro. Und da wurde ein Ermittlungserfolg erzielt, bereits am Tag danach. Und lustig formuliert, ein Großteil des fruchtigen Diebesguts wurde bei einer Durchsuchung wieder gefunden. Und die Tatverdächtigen im Alter von 19, 39 Jahren waren auch schon bekannt. Und jetzt aber noch ein Wochenende später verschafften sich bisher unbekannte Diebe in der Nacht von Samstag auf Sonntag, jetzt am vergangenen Wochenende, Zugang zu einem Obsthof in Malente und entwendeten rund 400 Kilo frische Erdbeeren von der Sorte Rendezvous, direkt vom Feld. Also die haben 400 Kilo Erdbeeren gepflückt nachts. Und davor habe ich schon Respekt, weil das ist ja schwierig im Dunkeln. Also das ist, und das ist ja auch im Hellen schon anstrengend. Ja, im Wert von 4.000 Euro. So. Jetzt will die Polizei natürlich wissen, was wurde aus den Erdbeeren? Erdbeertorte, Erdbeerrolle, Eis. Also, wenn Sie Erdbeeren sehen im Raum Malente, dann rufen Sie bei der Polizei an. Ich wollte gerade sagen, es erinnert mich einerseits an eine Nachricht, die wir hier besprochen haben, die mich nicht loslässt. Das ist diese Peperoni-Meldung. Der Mann mit den 75 Kilogramm Peperoni. Und mal ganz ehrlich, ne? Also jetzt mal als Beispiel ein anderer Diebstahl von etwas größerer Bekanntheit, das Grüne Gewölbe in Dresden. Ja. Wenn du das ausräumst als Dieb und du willst jetzt dein Diebesgut zu Geld machen, das stellt dich ja vor Probleme. Du kannst es jetzt nicht auf eBay stellen oder irgendwie auf den Trödelmarkt gehen, sondern du musst ja Leute finden, die bereit sind, da zu zahlen und auch zu wissen, das ist jetzt Diebesgut. Aber es ist trotzdem auch kompliziert, glaube ich, 400 Kilogramm Erdbeeren zu verkaufen. Ja, also komplett. Das ist ja auch verderblich. Die werden ja schnell matschig und das so. Das muss ja schnell gehen. Das ist ja wirklich ein Tagesgeschäft. Deswegen glaube ich, die können nur, also da muss quasi schon vorher, muss den Dieben klar gewesen sein, zu was diese Erdbeeren verarbeitet werden. Meinst du, das war ein Auftragsdiebstahl? Ja, also ich glaube, da war quasi klar, das wird eine Torte. Die größte Torte. Wenn jetzt demnächst so eine Guinness-Rekordtorte irgendwo auftaucht, dort oben, dann würde ich nochmal genau gucken und vielleicht so diese, kann man nicht dann irgendwie auch die Erdbeeren so, kann man nicht so Erdbeermarker reinsetzen? so radioaktive Flüssigkeit. So Kohlenstoff oder was das so immer ist. Keine markierte Ahnung. Scheine und markierte Erdbeeren. Markierte Erdbeeren. Ich sag dir nur eines, diesen Fall oder diesen Diebstahl, den würde ich gerne mal bei Aktenzeichen XY sehen. Ja, eigentlich nur wegen des Filmes, der dann gedreht wird. Genau, nur wegen des Filmes, aber genauso auch die nächste Nachricht. Die nächste Nachricht, die hat uns Arno geschickt. Und zwar ist der auf dem Newsportal die-sachsen.de rumgesurft. Und ich lese es jetzt mal vor. Männer geraten wegen Pokémon-Duell in Hoyerswerda in Streit. Pokémon begeistert nicht nur Kinder. In Hoyerswerda streiten sich zwei Erwachsene wegen eines Duells in einer virtuellen Arena. Also es geht um Pokémon Go. Ja. Demnach eskalierte der Streit um die Vorherrschaft in der virtuellen Welt. Es kam zu Handgreiflichkeiten zwischen dem, Achtung, 52-Jährigen und den 50-Jährigen. Oh je. Ja. Also für mich war, ich bin selber Pokémon Go-Spieler gewesen, nicht mehr aktiv. Ich habe mich zur Ruhe gesetzt. Du hast alles erreicht. Ich habe alles erreicht. Und ich sag dir, dieses Spiel, das gibt es jetzt also bestimmt bald 10 Jahre, würde ich schätzen. Aber dass es irgendwann mal so eskaliert, das war für mich nur eine Frage der Zeit. Die Frage war nicht ob, die Frage war wann. Das wäre für mich jetzt auch so ein Stern-TV-Thema.
Ja, wie gefährlich ist Pokémon Go? Wie viel Gewalt bringt es hervor? Ist es das neue Counter-Strike? Genau, die Ballerspiele-Debatte mal anders. Ja. Dax, ich würde gern unter 30 Minuten bleiben heute. Ich auch. Damit wir unser Versprechen auch einhalten. Deswegen sage ich jetzt ganz kurz noch einmal, weil ich es vergessen habe. Liebe Hörerinnen, ich segne euch und ich verabschiede mich bis Montag. Und wer am Wochenende Zeit hat, guckt sich unser YouTube-Video von der Republika an. Link in den Shownotes. Macht's gut. Wir lieben euch.